Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr einen Granatapfel richtig einpflanzt. Ihr braucht einen Granatapfel und ein Messer. Dann schneidet den Granatapfel in zwei Hälften. Entfernt dann die Kerne aus dem Granatapfel. Wascht dann die Kerne ab. Als nächsten Schritt braucht ihr noch einen Topf und Erde oder auch eine Quelltablette. Wenn ihr eine Quelltablette benutzt, legt diese in den Topf und dann gießt sie. Jetzt müsst ihr nur noch warten, bis sich die Erde ausbreitet. Wenn euer Topf dann voll Erde ist, nehmt die Kerne und legt sie in die Mitte. Bedeckt die mit Erde. Dann heißt es nur noch warten und in ein paar Tagen solltet ihr dann schon sehen, dass eure Pflanze beginnt zu keimen. Und schon bald werdet ihr auch eine Granatapfelpflanze haben. So könnte eure Granatapfelpflanze nach ungefähr einem Jahr aussehen. Eine Pflanze von mir ist eher klein gewachsen, hat dafür mehr Blätter. Die andere hat sich entschieden, in die Höhe zu wachsen. Also seid nicht irritiert, wenn sie irgendwie klein bleibt oder größer wird, aber dafür weniger Blätter habt. Das ist ganz üblich. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ihr habt viel Erfolg bei eurer eigenen Granatapfelanzucht. Bis zum nächsten Mal.